Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark and Darker. In der letzten Folge habt ihr vielleicht gesehen, dass ich entkommen bin. Ja, tatsächlich ist es gar nicht so easy zu entkommen. Ich starte mal direkt die nächste Runde, betrete mal die Lobby. Lobby in Anführungsstrichen, weil ich spiele ja alleine eigentlich immer, ne? Aktuell ist das vergessene Schloss dran. Ich hoffe mal, dass danach die Goblinhöhlen nochmal drankommen. Wir haben ja 1 Minute und 35 Sekunden Zeit. Und ich wollte euch nur zeigen, dass ich meine ganzen Sachen hier so schön verkauft habe in der Zwischenzeit. Und alles, was ich hier habe, das werde ich verlieren, wenn ich sterbe, Leute. Ja, und ich gehe auch wirklich sehr stark davon aus, dass ich sterben werde, aber okay. Wir haben 173 Gold aktuell, 100 Ausrüstungspunkte 99. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was damit auf sich hat. Mit diesen Ausrüstungspunkten. Was heißt denn? Ah, wahrscheinlich die, oder? Okay, das sind die Ausrüstungspunkte. Okay, alles klar. Genau, beim Goblin-Händler kann man irgendwelche Sachen kaufen. Ich glaube, die Sachen ändern sich ja immer hier. In 10 Stunden, 16 Minuten gibt es was Neues. Gibt es denn eigentlich neue Quests auch? Nee, alle Quests habe ich bereits. Okay, was schaut hier aus? Vor dem Händler angeforderter Gegenstände. Ach, das muss ich bei dem abgeben, oder wie? Ach so, okay, die wollen irgendwelche Gegenstände scheinbar, dass man denen gibt oder so. Töte Goblin-Krieger 5 von 5. Axtkämpfer haben wir noch keine gekillt und Bogenschützen haben wir einen gekillt, okay. Erkunde den Ort Pyramide. Okay, töte Eisriesen, da war ich noch gar nicht drin. Spieler getötet 0 von 6. Wir haben tatsächlich noch keine Spieler getroffen, also nicht, jedenfalls nicht in meinem YouTube-Session. Ich habe alleine schon welche getroffen und einer hat mich mal gekillt. Einen habe ich, glaube ich, mal. Der ist gerade noch so entkommen. Der hat nämlich gerade irgendwelche Mobs angegriffen. Da habe ich ihn angegriffen, da ist er schnell weggelaufen und ich musste mich mit dem Mob dann anlegen. Naja, okay. Irgendwelche Sachen gibt es hier noch, die sie alle haben wollen, scheinbar. Belohnung, okay. So, der Dungeon wurde geändert. Da gucken wir gleich mal rein und da gucken wir noch als allererstes verlorene Karte. Kaserne, Händler angeforderter Gegenstände, gefrorener Blick, was auch immer. Was ist denn jetzt als nächstes? Der Frostberg. Ich möchte aber hier in die Goblinhöhle nochmal mit euch. Das heißt, ich muss jetzt mal 2 Minuten warten. Geht ja scheinbar recht schnell mit dem Wechsel. 2 Minuten 42, okay, kein Problem. Dann können wir mal kurz hier nochmal reinschauen. Achso, das sind die Emotes, das ist unwichtig. Also bei den Händlern ist noch wichtig zu wissen, bei dem Waffenschmied kann man natürlich die ganzen Waffen, die man so hat, verkaufen. Ne? Und ansonsten beim Schneider kann man auch Klamotten verkaufen. Im Schatzmeister, ich glaube, hier kann man so Loot verkaufen. Ne, bei dem kann man nur was kaufen scheinbar. Wo ist denn der Typ hier, bei dem man es verkaufen kann? War das der Sammler war das, genau. Bei dem kann man so besondere Items verkaufen. So Sachen, die man so unterwegs lootet, wie Juwelen und solche Sachen. Ne? Ich werde jetzt mein Geld tatsächlich nicht ausgeben. Ich werde jetzt alles, was ich habe, hier in Lager packen. Könnte sogar die Klamotten auch verkaufen. Aber ich habe jetzt so minimale. Ich meine, ich könnte besser einen Streitkolben gebrauchen. Ne? Können wir mal anschauen, was hat denn der Waffenschmied denn so an Waffen eigentlich für uns hier? Waffenschaden 30. Nö, da haben wir einen besseren. Bewegungsgeschwindigkeit minus 20 ist eh gleich. Rüstungsdurchdringung ist auch. Ne, da ist sogar ein bisschen schlechter. Aber okay. Dafür macht er mehr Damage allgemein. Und das Schild, Bewegungsgeschwindigkeit minus 20. Das ist sogar minus 18. Aber unsere macht mehr Rüstung, hat mehr höheren Rüstungswert. Naja, okay. Man kann ja hier verschiedene Sachen noch dazu kaufen. Die Seltenheit wird dann immer besser, wenn man die Quests erledigt hat für die. Für die verschiedenen Heinis hier, dann kriegt man auch immer bessere Rüstungen. Also man kann auch bessere Items kaufen, ja. Also man kann die aufleveln sozusagen. Den Goldmünzbeutel kann man übrigens kostenlos kaufen beim Händler und zwar beim, wo war das nochmal, beim Schatzmeister, ja. Also ich kann mir einfach so einen Goldmünzbeutel, ihr seht, das kostet mir nichts und automatisch auffüllen, Handel abschließen, dann wandert der in meiner Tasche. Ja, also das kostet nichts tatsächlich, aber man kann die in seine Lager reinschmeißen. Dann hat man nämlich automatisch hier, kann man bis zu 50 Geld da reinschmeißen und dann kann man sich hier so Belagerplatz sparen. Genau, was sind das hier nochmal? Die Silbermünze. Ich weiß
weiß gar nicht, ob ich die irgendwie an irgendjemand verkaufen kann. Vielleicht beim Schatzmeister, nimmt er das nicht an? Achso, nee, bei dem kann man ja nur was kaufen, ne? Wo war der andere Typ nochmal, der Sammler? Nicht am Kauf interessiert, okay. Der hier vielleicht? Auch nicht. Sind alle nicht am Kauf interessiert? Na gut, dann lassen wir das zu Hause. Ich weiß nicht, für was man das braucht. Vielleicht kann man das benutzen, auch für eine Quest oder so. So, die Goblin-Höhle ist frei, Leute. Dann starten wir doch mal direkt mal rein. Schauen wir mal, was wir so anstellen können. Ich habe jetzt auf Start gedrückt. Ne, habe ich nicht. Jetzt. Okidoki. Jetzt kommen wir eigentlich in die Lobby, in die richtige Lobby, wo andere Spieler auch zu sehen sind. Natürlich müsst ihr bedenken, dass hier auch andere Spieler unterwegs sind, die uns angreifen können, angreifen werden. Und da bin ich mal gespannt, ob wir, wie schnell wir heute sterben werden. Letztes Mal sind wir ja gar nicht gestorben, das war jetzt ein Zufall. Oh, und die Lobby ist direkt auch weitergesprungen, wie beim letzten Mal. Ja, vielleicht bringt das uns ja Glück. Naja, mal schauen. Lass uns überraschen. Wo wir starten, das ist ja immer random. Und was ich euch noch sagen wollte, das Spiel ist ja Early Access, ganz wichtig zu wissen. Kostenlos zu downloaden ist gar nicht so groß das Spiel, was man downloaden muss. Und ja, ihr könnt einfach drauf loszocken und einfach Spaß haben. Und ich kann euch empfehlen, die Goblin-Höhlen als erstes anzugehen. Denn die sollen am einfachsten sein. Ich werde in den zukünftigen Folgen natürlich auch mal die anderen Areas auch mal anschauen, aber erst einmal hier in den Goblin-Höhlen. Oh, da ist direkt mal ein Goblin, apropos. Da mehr, mein Friend. Ist hier irgendwas? Nicht, dass hier irgendwie von hinten irgendjemand angreift oder von der Seite. Wo ist er jetzt hin? Da. Noch mehr. Ah, da sind sogar zwei von den Pennern. Okay, einer down. Wo ist der andere? Komm her. Bam! Stirb! Down mit dir! Jawohl. Okay, dann heilen wir uns direkt mal hoch. Ups, da war der falsche. E. Mindere Heilung. So, und dann setzen wir uns mal direkt mal kurz hin. Zum Hochheilen. Also, wie ihr seht, wenn ich die E-Taste festhalte, dann seht ihr, ich kann hier verschiedene Zaubern auswählen. Ne? Und ich werde auf den heiligen Schlag wechseln. Okay, ich musste gar nicht aktivieren. Ich muss einfach nur mit dem Mauszeiger dahin. Alles klar. So, ich werde jetzt aber trotzdem die mindere Heilung mal voll powern, weil ich werde mich wahrscheinlich nochmal heilen müssen. Ich sehe geradeaus durch die Tür wäre tatsächlich das Seil, wo ich letztes Mal auch schon entkommen bin. Das ist natürlich eine Einladung, ja, aber ich werde natürlich versuchen, hier erstmal noch ein bisschen was zu looten, ein bisschen durch die Gegend zu schauen. Oh oh. Irgendwelche Geräusche. Ups, abbrechen. Das war jetzt mein Aufnahmeprogramm tatsächlich, was hier irgendwie scheinbar aktiviert worden ist, weil ich die ganze Zeit die Taste gedrückt gehalten habe. Die Lederkappe ist nichts wert. Okay, wo ist der andere Penner? Hä? Also da vorne. Okay, komm. Ja, mit dir. Gib mir mal einen gescheiten Loot. Ah, okay, besser als nichts. Ein Goblin-Ohr, was ist das denn? Das Slotart ungültig. Ja, schade, dass ich den. Achso, bei den Kisten muss man übrigens aufpassen, Leute. Es kann nämlich sein, dass da in den Kisten so Dungeons and Dragons-like. Schauen wir nochmal kurz hier hin. Dass die Kiste sich in einen Gegner verwandelt. Ich sehe jetzt hier gerade nix. Irgendwie gleich noch hin. Kann ich die hier platt machen eigentlich? Übrigens, wenn ihr die Waffen wegsteckt. Wenn ihr die Waffen wegsteckt, dann seid ihr schneller unterwegs. Ja, ist natürlich ganz cool. Okay, was ist hier? Okay, hier ist auch nichts. Aber hier die Kamera kaputt machen, oder? Okay, da. Irgendein Gegner habe ich im entfernt gehört. Oh oh. Irgendeiner macht da Geräusche, ne? Abenteuerstiefel und Laterne. Die Stiefel sind die besser als unsere Geschwindigkeit 6. Agilität, Geschicklichkeit, Rüstungswert. Okay, ich lege den mal an. Für irgendwelche Gegner auf jeden Fall. So. Okay, wir haben hier einen Eisenhut und einen Trank. Wo ist denn da einer? Ich höre die ganze Zeit den Action hier. Wo bist du? Oh, da ist einer auf jeden Fall. Komm her, du Penner. Komm, hau zu. Bam. Oh, der hat geschaden gemacht, obwohl. Boah, was ist das für ein Depp? Hilfe! Eieiei.
Boah! Der teilt aber ordentlich aus hier. Und ich bin gleich down. Boah, scheiße, das war aber knapp, hey. Leute. Benutzt mal das Heiligtum hier schnell. Schnell heilen. Okay, schnell mal hochheilen. Und dann benutzen wir nochmal mindere Heilung schnell. Cool, der hat uns fast aus den Latschen gehauen. Naja, ihr seht, ich bin nicht so gut. Ich tue aber mein Bestes. Ich setze mir mal. Ja, komm, hochheilen. Ja. Ich setze mir mal kurz hin, weil wir die Heilungen brauchen werden. Sorry, wenn euch das ein bisschen langweilig ist. Ah, da hinten ist einer. Okay, alles klar. Dann gucken wir währenddessen mal die Laterne an. 6,9 magische Interaktionsgeschwindigkeit. Und wo kann ich das hinstellen? Machen wir mal hier so. Aha, da vielleicht da rein. Diesen Slot. Geht das? Nee. Wie kann ich denn den? Hä? Oh oh, irgendeiner ist gerade herumgelaufen hier. Das gehört, Leute. Also ich habe den gehört, ja. Der ist besser Rüstungswert. Agilität, Magie, Resistenz, Fingerfertigkeit und so weiter. Nee, den legen wir nicht an. Aber wo kann man denn? Sekundäre Waffe. Ach, man kann den hier statt ein Schild anlegen. Okay, ja, den brauche ich tatsächlich nicht. Dann verkauft man den mal. So, wie schaut's denn aus hier mit unseren Skills? Einer ist schon mal aufgeladen. Ich werde, glaube ich, ja, den machen wir noch beides voll. Dauert jetzt nicht mehr lang, Leute. Ich hab's gleich. Da hinten läuft noch ein Goblin auf jeden Fall herum. Und wir müssten bald entkommen. Da hinten ist eine Treppe übrigens. Ich versuche mal, über die Treppe zu entkommen diesmal. Statt über das Seil wie letztes Mal. Ne? Da bin ich schon mal entkommen. Das war das tatsächlich das erste Mal, wo ich entkommen bin. So, jetzt haben wir es aber gleich, oder? Jawohl. Okay, wir machen mal den heiligen Schlag. So, okay. Dann mal los. Ja. Wo ist denn der komische... Hä? Habe ich den schon gelootet? Ah, ne, hier liegt er. Ja, ja. Ich höre dich schon. Ein Rubin. Sehr schön. So, okay. Wir werden mal wechseln. Da vorne ist irgendwas... Ah, schau mal, kommen wir da hier rüber? Hier sind irgendwelche Kisten im Wasser. Aber ich vermute, dass hier irgendwelche Gegner irgendwo sind, oder? Ah, ja, richtig vermutet. Okay, dann werden wir versuchen, mal die mal mit ein bisschen Magie anzugreifen. Ah, die kommen sehr schnell näher. Ah, Hilfe! Zwei so Penner hier. Stirb! Gerade noch ausgewichen. Boah. Und jetzt kommt der auch noch hier. Du Arsch. Dich kriege ich noch. Ja, sehr schön. Ah. Glück gehabt. Gegen drei Gegner gleichzeitig hier. Oh mein Gott. Okay, direkt mal wieder hochheilen. Das ist euch nicht zu langweilig, wenn ich mich heile, aber ich muss ja überleben. Und gleich nochmal. Bam, bam, bam. So, ich setze mich kurz hin. Wenigstens einen Punkt mal zu regenerieren, dann loote ich noch schnell und dann müssen wir auch schon entkommen, Leute. Wir haben nur noch 7 Minuten. Es geht also bald los. So, das dauert natürlich am längsten von den Zaubern, ne? Aber ich werde mal wieder hier, der heilige Schlag muss ich auch wieder auffüllen. Das ist auch echt cool, dass man mit der Maus direkt einfach nur drüber gehen muss, dann ist es automatisch aktiviert. Also man muss nicht klicken, das ist schon mal sehr praktisch. Also, zwei von denen haben wir auch benutzt. Wir haben damit die Mumien empfindlich beschädigt. Das macht 20 heiligen Schaden immerhin und blendet die Gegner auch für zwei Sekunden. Das ist natürlich schon sehr cool. Dann gibt es hier noch den Schutz. Das hätte ich vielleicht aktivieren sollen. Bevor die uns angegriffen haben, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Muss ich mir noch ein bisschen einspielen. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, mein 8. Run jetzt inzwischen. Ich bin mir nicht sicher, aber ungefähr so muss es hinkommen. Oder mein 7. Irgend sowas.
Und ja, das passt schon. So, okay. Weiter geht's. Nicht rumtrödeln, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, der Gomblin-Krieger, was hat der noch am Start? Irgendwas, okay. Hast du noch was Schönes? Was ist das denn? Ein Rattenanhänger. Fingerfertigkeit, oh. Ein zusätzlicher Schadenspunkt, den wir austeilen. Und nochmal ein Rubin. So, Leute, jetzt muss ich aber aufpassen hier, weil hier sind jetzt die Viecher da gerade aufgetaucht. Jetzt gucken wir mal, ob da noch mehr kommen. Was ist hier? Altar der Opferung? Was ist hier? Rüste das Seelenherz deines Verbündeten in den Händen aus. Keine Ahnung, was das Seelenherz ist. Laufen hier noch irgendwo Goblins rum oder was sind das für Geräusche hier die ganze Zeit? Gucken wir mal hier rein. Hier sind schöne Truhen. Das ist natürlich sehr schön, ne? Beil, Trommel, Ledermütze. Oh, greift mich da einer an oder was ist denn hier? So laut hier bei den ganzen Goblins hier. Die machen echt Geräusche. Natürlich, damit man sie auch hört, ja. Okay, so. Was ist denn das hier alles? Das schmeißen wir weg. Das mal hier rüber und das darüber. Mal das mit und das lassen wir da stehen. Und wenn wir schon da sind, ja, ich bin natürlich geil auf Loot, ja, ist ja klar. Ich bin ja nicht so gut in dem Spiel. Je mehr Loot wir mitnehmen, desto besser. Da oben steht immer übrigens, wer wen getötet hat oder was da so los war. Stoffhose, das ist eine richtig starke Stoffhose. Ist eigentlich nicht besser als unsere? Ja, natürlich. Wieso nehme ich das dann nicht eigentlich? Ja. Lass mal die Stoffhose hier stehen. Oh, jetzt geht's los, Leute. Die muss weg. Ja. Oh, ein zeremonieller Dolch. Ist das hierfür? Das hierfür? Nee. Okay, ja, ich weiß. Oh, was war jetzt? Irgendeiner hat mich angegriffen oder was war das? Ah, da ist ein Gegner. Na komm her, du Penner. Ich sehe den kommen. Okay, auf jeden Fall ist er down. So, hat er irgendwas zu bieten? Ah, unwichtig. Ach, oh, Leute. Schnell looten, heilen und dann versuchen zu entkommen. Okay, hier ist noch ein Saphir. So, jetzt auch schnell heilen. Ja. Irgendwo sind noch Gegner, ich weiß. Upsa. Na? Jetzt. Heiligtum? Einmal Heiligtum und dann schnell mal mindere Heilung rein. Ich setze mich ganz kurz hin, bis ich voll geheilt bin und dann geht's hier los. Und zwar werde ich mal den Schutz aktivieren, würde ich mal sagen. Und dann versuchen hier rauszukommen. Wir haben nur noch 3 Minuten 38, also eigene Zeit genug, aber ne? Oh, hier laufen Spieler rum. Da ist ein Spieler weggelaufen gerade. Habt ihr das gesehen? Der ist gerade an uns vorbeigelaufen. Der hat uns nicht gesehen hier im Dunkeln. Jetzt ist er zurückgelaufen. Oh oh. Leute. Ach, das ist ein Goblin. Ich dachte, das wäre ein Spieler. Okay, wir haben jetzt einen Schutz. Und was brauchen wir noch? Ja, so, wir versuchen jetzt mal hier zu entkommen. Wir müssen hier lang tatsächlich. Aber das sind Goblins. Ich werde hier rumlaufen. Ja, komm her, du Penner. Naja, der haut wieder ab. Stirb! Ab mit dir! Ja, du Penner, ey. Der hat sogar noch geschlagen. Ich dachte, es wäre ein Spieler. Da ist noch ein Goblin. Der sieht uns nicht, oder was? Bist du blind? Oh Leute, wir müssen entkommen. Ich habe keine Zeit mehr zum Looten. Schnell durch die Tür. Wir haben nur noch 2 Minuten 28. Oh, hier sind Goblins schon down. Wo ist die Tür? Wo ist denn hier die Tür? Da unten irgendwo. Oh, da sind aber Goblins. Wo ist denn hier die Tür? Kommen die ganzen Penner hier entgegen. Nein! Stirb! Wo ist da noch einer? Irgendeiner greift doch noch an, oder? Hier ist noch einer, hier oben, ne? Penner. Okay, ich muss schnell einen Trank nehmen. Tränke auf 3.
Das bringt ja kaum was. Setzen wir mal kurz hin. Wo muss ich denn lang? Da, eigentlich da lang, ne? Irgendwo. Eieiei, 1 Minute 29, Leute. Ich halte mich mal schnell ein bisschen. Mit den Tränken sollte es einigermaßen gehen. Komm, komm, komm. Denn wir halten nicht mehr lange aus. 1 Minute 17. Das wird spannend. okay, haben wir noch irgendeinen Zauber? Ja, wir haben hier noch hier. Komm. Schnell heilen. So, müssen jetzt weg. Müssen jetzt weg. Dringend. Was ist das hier eigentlich? Der hat irgendwas zum Looten. Oh, das ist ein Spieler gewesen. Das war ja ein Spieler. So. Ein Spieler, der kurz vor Schluss hier gestorben ist scheinbar. Hier ist die Treppe, Leute. Oh. Oh. Es ist unglaublich, Leute. Aber zum zweiten Mal sind wir weitergekommen. Es ist auch keiner mehr da. Ich war der Letzte. Oh, da ist ein Spieler gestorben, da scheinbar bei den Gegnern oder so. Oder irgendein anderer Spieler hat den umgeklatscht. Ja, mega. Wir haben end viel Loot gesammelt. Das werde ich jetzt alles verkaufen. Also, ich bin nicht so gut, Leute, ne? Ich bin eher im Gegenteil. Habt ihr ja gesehen, wie schlecht ich bin. Aber ich hab's geschafft. Irgendwie mit viel Glück und ohne Verstand. Na gut, ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.